Hallo und recht herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge hier von der Hofbergmann, hier von der Version 1.8, von der ganz neuen Version. Ja, wir sind hier heute hier beim Schweinehändler und wollen uns mal ein paar Schweine holen, beziehungsweise die mal in dem Transporter hier mitnehmen. Und hier sind auch zum Beispiel Schuchtschweine und die anderen Schweine. Man muss immer gucken, welche man hier hat. So, denn bestätigen wir das Ganze mal. Dann sind die da drauf. Machen wir die Klappe wieder zu. Und fahren mal hoch zum Schweinestall. Und laden denn die Schweine dort aus. Ja, diese olle Blitzer. So. Dann bringen wir mal die Schweinerei im Stall. So, dann gucken wir mal. Stopp. Machen wir mal die Luke runter. So. Verschieben. Gucken wir mal, wo die gute Frau. Moment. Du musst wieder rauf. Wieder. Okay. Müssen wir mal hier hinten hinfahren?
Ach, da ist er. So, die ist hier drinnen. Da kriegen wir die Ferkel raus. So. Und jetzt können wir die anderen Schweine hier. Also wie gesagt, wenn man halt Ferkel haben, beziehungsweise muss man mit den Transporter so wie eben hier vorfahren. Ne? Und dann kann man auch es hier abladen, ist die Sau nämlich hier drin. Ne? Und mit den anderen Schweinen kann man dann ganz gemütlich hier ran und die abladen. Dann sind die hier im Schweinestall. Das ist der eigentliche Unterschied, wo wir aufpassen müssen, was wir hier tun. Und die anderen sind jetzt hier. Können wir die Klappe zumachen. Können die erstmal hier abstellen. Machen denn die Luke zu? Ach so, wir brauchen noch Schweinefutter. Schweinefutter. Also einfach hier dran stellen und mit dem Mausrad drehen, dann kommt das hier runter. Das macht man eigentlich nicht so. Nimmt den Backpack und stellt den hier oben rauf. So, dann gucken wir mal, da haben wir doch hier eine schöne Schubkarre. Dann nutzen wir die mal. Fahren unter das Big Pack. Und können dann quasi hier das Schwein füttern. Wie kriege ich das jetzt raus? Muss ich noch gucken, wie das richtig funktioniert. Das weiß ich jetzt nämlich nicht. Ah, warte, warte, warte. Ich hab eine Idee.
Gedanken gehe. Nee, auch nicht. Doch hier reinfahren, gucken. Oder hier in die Ecke. Auch nicht. Also müssen wir irgendwie gucken, dass wir das hier reinkriegen. Ah, oh, wir hängen überall fest. Hallo. Auch nicht. Doof. So, machen wir mal die Tür hier wieder zu. Und fahren mal mit Schweinestall rein, ob wir das loswerden. Okay, so geht's nicht. Müssen wir es irgendwie anders probieren? Dann nehmen wir ganz einfach mal den Sack. Mit Schweinefutter. So geht's. Okay, haben wir die Aufgabe auch gelöst? Ich dachte, es geht mit der Schubkarre, aber leider nicht. So, hier ist denn die Mistplatte. Ach, dann machen wir hier erstmal wieder zu. So, dann brauchen wir noch Stroh. So, dann nehmen wir mal ein. Probieren das erstmal bei der ab.
Der hier aus. Es hat funktioniert. Jetzt hat sie, ist sie versorgt. So Stroh und Futter. Lassen wir mal da liegen. So, holen wir uns mal den zweiten Ballen. Also der Mod hier beziehungsweise mit dem Ballen tragen, das ist der starke Bauer. Haben wir hier eigentlich auch einen Dingens? Haben wir nicht. Dann lassen wir den hier mal liegen an der Seite. So, Futter haben sie und Wasser haben sie. Dann gucken wir mal nach. Hier ist der Abfertigstall. Also ein Tier. Ich weiß nicht, ob man da mehrere Tiere reinkriegt. Und hier ist denn der Schweinestall. So, dann machen wir die Tür wieder zu, damit sie nicht abhauen können. So, das war das. Und hier stand ja früher dieser Schweinefutter-Dingens. Und der ist jetzt oben bei der Schweinemastanlage. Also bei der Schweinezucht. Also hier hinten, da. Da ist er. Da können wir unser Schweinefutter herstellen. Also Getreideschrot und Kartoffeln. Hm? Wer den sucht, hier ist er. Bei der Schweinewasseranlage. Schweinezuchtanlage. So, dann gehen wir mal wieder zum Hof zurück. Das haben wir jetzt gesehen, wie das funktioniert mit dem Stallung und so weiter. Ist die Karre voll, das ist doof. So, aber das soll es erstmal hier mit den Schweinen gewesen sein, weil man kann nicht mehr hier über das Menü, geht nicht, muss man schon mit dem Transporter oder Viehanhänger hochfahren und da denn die Tiere einladen und dann hier reinbringen. So, denn wie gesagt, erstmal bye bye und bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Sage ich mal bye bye und bis zum nächsten Mal.